Am Anfang war der Traum von einem maritimen Weltkonzern namens Vulcan. Der ist jetzt ins Wasser gefallen und 23.000 Mann gehen vielleicht mit über Bord. Wir werden Krach machen, solange es geht. Und wir werden nicht locker lassen mit der Forderung, alles zu tun, unsere Arbeit zu sichern. Vielen Dank. Das Wortgetrommel hilft nicht viel, denn Deutschlands größte Werftengruppe ist reif für den Konkurs. Bilanz des Größenwahns eines Managers, Friedrich Hennemann. Er steuerte das Unternehmen in den Untergang. Ende letzten Jahres wurde er gefeuert. Doch sein Sendungsbewusstsein treibt ihn noch immer um. Als wir von Bord gegangen sind, war das Unternehmen in Ordnung. Das ist eben unrichtig. Nein. Das Unternehmen war nicht in Ordnung in der Form. Das können Sie gar nicht beurteilen. Dass die Werften nicht zusammengefasst haben. Siehst du, Fritz, und das hat der Dr. Hennemann damals auf der Betriebsversammlung auch gesagt, wie du dagegen opponiert hast. Das können Sie nicht beurteilen. Sie haben alle als dumm hingestellt. Nur Sie hatten die richtige Vision. Und die ist heute da. Gucken Sie, das hat immerhin 12 Jahre gehalten. Länger halten Expansionsträume selten. Hennemann wollte aus dem Vulcan ein Schiffbauimperium machen und kaufte beinahe wahllos Unternehmen auf. Finanziert durch Subventionen und Milliardenkredite der Banken, versteht sich. Größe als Allheilmittel gegen die Attacken der Billigkonkurrenz aus Fernost. Die Auftragslage ist gut. Wir haben Beschäftigung bis Mitte 98, sodass wir kontinuierlich weiterbauen können. Zum Beispiel an der Costa Victoria, einem Superluxusliner. Auftragsvolumen 580 Millionen, Verlust mindestens 110 Millionen. Und so steht die gigantische Beschäftigungsmaschinerie Vulcan vor dem Ende. Die Banken wollen kein frisches Geld mehr geben, Zulieferfirmen weigern sich weiter auf Kredit zu arbeiten. Seit Anfang der Woche bewacht die Belegschaft die Werkstore, damit Gläubiger nicht das Gelände plündern. Wir haben 15 Aufträge, 15 Schiffe können wir bauen und dann wird eine Bude zugemacht, das was kein Mensch begreifen kann. Zu lange haben auch die Gewerkschafter an die Großkonzernträume geglaubt. Damit war es nach der Aufsichtsratssitzung am Dienstag wohl vorbei. Ihr müsst mal ein bisschen Verständnis für uns haben, ne? Sie müssen uns auch das will ich mal sagen, ne? Nach dem Kassensturz im Aufsichtsrat geben sich die angeblichen Aufseher recht verschlossen. So haben es die Sozialpartner verabredet. Wann werden Sie uns hier nochmal informieren oder wann werden wir informiert, voraussichtlich? Morgen am Vormittag. Wann denn am Vormittag? Schriftlich oder in einer Pressekonferenz? Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, hallo. Die Katze ist aus dem Sack, mehr ist nicht zu sagen. Anderntags dann der Offenbarungseid des noch amtierenden Vulkanmanagements. Die Werft muss Vergleich anmelden. In der Kasse fehlen 2,6 Milliarden Mark. Dass wir zahlungsunfähig leider sind. Und damit wird die Affäre endgültig zum Krimi. Denn nach der Übernahme vier ehemaliger DDR-Werften in Mecklenburg-Vorpommern verpflichtete sich der Vorstand unter Hennemann, eine Dreiviertelmilliarde aus Eigenmitteln zu investieren. Die kamen nicht. Als im Oktober 92 wir durch den Bremer Vulcan offiziell übernommen wurden, hat er sich ja hier vor die Belegschaft der MTW präsentiert und hat gesagt, also er garantiert, dass die Investitionen hier getätigt werden. Und vor allen Dingen hat er darauf hingewiesen, dass jede zweite Mark aus Bremen kommt. So, und dann muss man sich jetzt mal die Wut der Leute vorstellen. Eigentlich müssen wir jede Mark von Bremen zurückfordern. Dagegen flossen reichlich Subventionen zur Erneuerung der Ostbetriebe. Insgesamt 1,1 Milliarden Mark. Doch 850 Millionen sind versickert bei Vulcan im Westen. Es hätte früher zum Crash kommen können, wenn die Unternehmen, die mit Forderungen, also mit Geldanlagen im Cash waren, ihre Forderungen auf sofort die Rückzahlung gestellt hätten. Aber das verbot auch die Konzernrichtlinie für das Cashmanagement, weil ja nur die Gelder zurückzufordern waren, die wir für die unbedingten oder für Zahlungen benötigten. Mit den Millionen wurden offenbar diverse Löcher im Westen gestopft. Das kommt jetzt auch einem IG Metaller im Aufsichtsrat komisch vor. Das Problem ist, dass dann, wenn die Gelder benötigt werden, wenn Verluste auftreten, wenn Investitionen getätigt werden, wenn man also das Geld ausgibt, dass es dann plötzlich nicht mehr vorhanden war. Wenn man das vereinnahmt, wenn man damit arbeitet, dann ist das richtig. Aber wenn es weg ist, dann ist das Problem. Also das Problem war nicht, dass es in die Kasse geflossen ist, sondern dass plötzlich in der Kasse statt 1,1 Milliarden, wie es in der Bilanz steht, plötzlich null war. Das ist das Problem. Dabei waren Liquiditätsprobleme schon länger bekannt. Im vergangenen November trafen sich Mitglieder des Vulcan-Vorstandes mit Vertretern der betroffenen Landesregierungen.
Laut Protokoll der zuständigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erklärte Vulkan-Vorstand Smith, aus eigener Kraft könne der Konzern die Finanzierungen für das laufende Geschäft nicht mehr beordern. Die 750 Millionen Mark für den Osten könne man nicht alleine aufbringen. Crash-Kapitän Hennemann hat das vergangene Geschäftsjahr ganz anders in Erinnerung. Der Konzern hat im ersten Halbjahr 95 30% mehr Auftragseingang gehabt als noch im Vorjahr. Er hatte den höchsten Auftragsbestand seiner Geschichte. Und das heißt, wir hatten uns auf den Märkten des Verbundes durchgesetzt. Und das ist das, was ich so sehr bedauere, dass diese Marktposition jetzt natürlich leidet, extrem leidet, seit Monaten schon. Denn würden Sie von jemandem ein Schiff kaufen, was Sie ohnehin erst in 2 Jahren kriegen und womit Sie sich auf ein technisches Konzept festlegen, wenn Sie nicht wissen, ob es das Unternehmen noch gibt, das ist die mittelfristige Schwierigkeit. Mittelfristig besteht die Gefahr, dass die Arbeiter langfristig ihren Job verlieren. Genauso wie ihr Ex-Chef Hennemann. Aber der soll 1,4 Millionen Mark Abfindung erhalten haben. Einziger Wermutstropfen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen Subventionsbetrugs.